Schall und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Hey, zu wohl, Stefan. So gut, so gut. Neue Woche fängt an. Montagmorgen. Wie geht es dir so? Was hast du gemacht am Wochenende? Aha. Ah, echt jetzt? Ja? Ah, mega cool. Okay. Aber okay. Also insgesamt nichts Besonderes. Ich habe ein super Wochenende gehabt. Mit der Familie. Wir haben eine mega strenge Woche gehabt, letzte Woche. Jeden Abend weg gewesen, der Familie. Immer irgendein ist vor, der andere hat ein Kind geschaut und so. Wir haben uns kaum gesehen. Als Familie haben wir so ein bisschen gechillt. Also ich musste wieder Gartenarbeit machen. Also mit meiner Frau zusammen so einen Veloplatz angelegt und so einen Abstellplatz fürs Velo, genau, und noch Zeug ausgerissen und so wieder und pflanzt und Erde geschaufelt, genau, wie es halt so ist, oder? Aber auch viel gechillt und so. Nein, es war eigentlich gemütlich. Mir ist etwas eingefallen. Ich habe gedacht, wir könnten eigentlich so, mein Lieblingspodcast außerhalb vom RefLab ist ja Zärtliche Cousinen, oder? Und dort haben sie am Anfang immer so starten mit so einer Lobeshymne auf den anderen. Und ich habe gefunden, das wäre doch eine geile Idee. Findest du das auch cool? Ja? Also komm, dann lass uns das. Ah, du willst anfangen? Ja, okay, cool. Also bin ich gespannt. Du tust mich ankündigen. Ja, genau. Gut. Okay. Ah, echt jetzt? Nein. Ah, du schmeichelst mir. Also das habe ich schon lange nicht mehr gehört, hey. Das sind ja alles Superlative, krass. Was, ja, beste Theologe. Nein, komm jetzt, das kannst du nicht sagen. Nein, komm jetzt. Ach, nein, ich finde dich jetzt also auch nicht schlecht. Nein, so musst du über dich nicht denken. Du hast auch herausragende Qualitäten. Du kannst super Sparrows machen im Grill und hast ganz viel damit beglücken. Ja, nein. Ja, Zau nicht unbedingt. Nein, aber sonst einfach. Du kannst. Ja. Ah, aber zurück zu mir. Komm, was gibt es zu mir noch zu sagen? Ah ja, danke. Ja, das. Okay, ja, das tut jetzt richtig gut. Also Stefan, das müssen wir wieder machen, so mit dem Einstieg. Jetzt bin ich dran, Stefan, mein Held vom Erdbeerfeld, Bezwinger theologischer Berggipfel, Eroberer philosophischer Weltmeere. Einer der treuesten FCB-Fans, die es gibt. Du wohnst in Bern, du arbeitest in Zürich und haltest dem unseligen Club immer noch deine Treue. Okay, jetzt aber ganz im Ernst. Ich bin mega froh und dankbar, dass wir das Abenteuer RefLab können starten zusammen, dass du mich da mit ins Boot geholt hast. Ich schätze dich als ein Mensch mit einem extrem scharfen Verstand, ein unglaublicher Verhandlungspartner. Also du verkaufst dem Papst ein Ehebett. als ein Mensch mit einem grossen Herz, mit einem tiefen Glauben auch, mit einem Vertrauen in die Menschheit, wo mein Vertrauen in die Menschheit oft übersteigt. Und auf jeden Fall auch für mich auch als ein richtig guter Freund, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, die letzten Monate und Jahre schon. Und ich habe gehört, du gehst bald in die Ferien. Ich wünsche dir natürlich für die Ferienzeit einfach eine sensationelle Erholung, eine super Zeit mit der Familie, mit deiner Frau und deinen Kindern. Und ich freue mich schon nach der Ferien mit dir dann wieder zu starten in das Abenteuer RefLab. Hast du nichts zu sagen dazu? Okay.
Ja gut, also was ich jetzt muss sagen, heute habe ich gefunden, es ist für mich mega angenehm gewesen. Du bist mir nie ins Wort gefallen. Also das können wir so beibehalten, wenn du dann auch nach der Ferien, wenn du zurückkommst. Und ich wünsche allen von Herzen eine super Woche. Macht's gut, das war Schall und Rauch. Heute sind wir ganz lieb zueinander. Ich hoffe, ihr seid auch lieb zueinander. Macht's gut. Ciao zusammen. RefLab.